Moin, meine lieben Heimwerker-Freunde. Ja, das ist der zweite Teil vom Küchenbau für den T4-Bus. Ich habe gestern so den Hammer weggeschmissen, ich hatte keinen Bock mehr. Was heißt ich? Ich hatte keinen Bock mehr. Ich war einfach, ja, ausgelaugt. Es hatte gelangt. Ja, heute soll es auf jeden Fall weitergehen. Ich glaube, weil wir gerade sehr geiles Wetter haben. Gestern hat es ja irgendwie immer zwischendurch geregnet und so. Da musste ich ja mal unterbrechen und hat soweit auch alles geklappt. Aber da wir jetzt gerade gutes Wetter haben, werde ich jetzt rausgehen und werde nochmal Plattenware zuschneiden. Hier sollen nämlich solche Kästen rein. 3 Stück. Alles andere habe ich eigentlich soweit zugeschnitten. Hier die Tür und so einen ganzen Kram. Aber ich höre jetzt auf zu schnacken. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Projekt. Heimwerker Time. So, Freunde, jetzt habe ich nicht gesehen, ein Teil brauche ich gar nicht mehr aus der Platte zuschneiden. Da habe ich noch so ein Reststück, das kann ich auch mit der Kappsäge eben sägen. Und zwar die Seitenwände für die Kästen, das werde ich jetzt auch mal machen. 38, 6 Stück. Mal gucken. Platte muss ich draußen sägen, weil das 38 ist und die kann glaube ich 37. Das passt leider nicht. Ich dachte erst, dass es passt, aber Scheiße, eben mit der Tauchsäge und dann ist gut. Nützt ja nichts. Das mal. Genau, 38, 46. So, die Böden, Seitenwände. Ja. Seitenwände, die sind fertig. Jetzt brauche ich Rückenwände, 3 Stück. Ich will natürlich gucken, dass ich die ganzen Reste gut verwerte. Aber was heißt gut? Ich bin jetzt kein Profi, der das aufs Kleinste irgendwie alles errechnen kann. Aber ich gucke dann halt zwischendurch nochmal, hast da noch einen Rest und messe da nochmal irgendwas nach. Ja, und ist halt besser, bevor ich da wieder irgendwas zerschneide, was ich irgendwann mal für was anderes brauche. Und jetzt merkt ihr schon, jetzt suche ich den Zettel. Da ist er. So, jetzt brauche ich 42,4 mal nicht 20, sondern habe ich doch ein anderes Maß genommen, mal 25, glaube ich. 24, okay. Gut, dann werde ich das mal eben ändern, bevor ich das durcheinander kriege. So, 3 mal 42. Jetzt gucke ich erstmal. Jetzt hatte ich. Das könnte ich auf 20, 25, 24. Dann schneide ich erstmal auf 24. Das ist jetzt mein erstes Maß,
Schnee, ne? Also wenn ihr jetzt gerade denkt, hä, was labert er da? Nicht wundern, ich schnack gerade mit mir selber. Ich kann gerade auch nicht erklären. Bei mir schwirrt das gerade im Kopf so alles hin und her. Ich denke mir, ihr kennt das selber auch. Ihr habt einen Zettel und dann geht das irgendwie zack, zack mit Gedanken, Gängen und mit sich selber reden. Standard in der Werkstatt. So. 24. Dann gucken wir mal, ob das so aufgeht. So, jetzt seit die 24, jetzt muss ich 42. Jetzt aufgegangen ist, dann habe ich jetzt 3 Schubkästen ohne Decke. Noch. Ja, gut. Gucken. So, oh Mensch, mein Kaffee, das habe ich auch ganz oft, dass ich den Kaffee vergesse. Machen wir schön Kaffee fertig und alles, ja, dann hast du trotzdem Hummeln im Mors, mach schon mal ein bisschen weiter, trink zwischendurch einen Kaffee, ja, zack, hast du Eiskaffee. Fest kommt ab. Sieht auch gut aus. So, die 3 Schubladen habe ich jetzt fertig gemacht. Jetzt mache ich erstmal die Front. Schneide erstmal ein ganzes Stück ab und stückel mir das gleich in der Werkstatt oder so, muss ich mal gucken. 49,5. Wetter sieht nämlich auch schon wieder schlecht aus. Ich glaube, das regnet gleich. So. So, jetzt habe ich die Fronten hier auch zugeschnitten. Da kommt auch noch was eingefräst. Ich habe erst überlegt, ob ich erst das einfräse. Aber ich habe gedacht, eigentlich, ja warum? Kann ich auch anbauen und dann ziehe ich die Schubladen raus und dann werde ich da fräsen. Ich werde auch noch mal die Front irgendwie noch mal ein bisschen abrunden. Das werde ich auch noch fräsen. Das kann ich alles machen, wenn die damit drauf ist. Deswegen, ich werde die jetzt hier so ransetzen. Ich werde die nageln und gut ist. Also, mal gucken. Da
Ja, da muss ich unbedingt mal was machen. Mein Kompressor, der ist kaputt. Der schaltet nicht mehr automatisch aus. Und dann habe ich schon geguckt, da gibt es ein Ersatzteil für irgendwie aus China oder irgend so ein Kram. Aber wenn ich das bestelle mit Versandkosten, kann ich eigentlich schon bald einen neuen kaufen. Ich kriege hier nicht genug Druck oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ärgerlich. Guck, jetzt habe ich nämlich auch schon ein versemmelt. Das ist ja nicht das Ding. Ne? Dann machen wir mal. Aha. Ja. Gelten lassen. So, dann machen wir jetzt die zweite. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen schief, ne? Oder? Ne. Das sieht immer so aus. Soll ja ein bisschen Luft haben, ne? Mal gucken. Zwei. Ich habe die Deckel extra ein bisschen kleiner gemacht. Also von vornherein schon, um da halt auch ein bisschen Luft zu haben. Ich finde, das sieht immer ganz cool aus, wenn man dann trotzdem noch die Maserung vom eigentlichen Holz sieht. Und das dann eben halt so schön abgegrenzt ist mit den Türen oder Schubladen oder wie auch immer. Ja, eigentlich können wir das so machen. Jetzt machen wir hier die Tür, dann machen wir das mit dem Topfscharnieren. Da hatte ich mal so eine Vorrichtung von gebaut. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, woher ich das habe. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Leute, die irgendwie auch ein Video bei YouTube drin haben für diese Töpfe, also diese Scharniere, diese Topfscharniere. Da gibt es so Schablonen zu, die kann man glaube ich sogar kaufen von den einzelnen Herstellern. Und ich habe mir mal eine selber gebaut. Also das könnt ihr selber auch, dann müsst ihr mal bei YouTube da so ein bisschen gucken. Das ist echt einfach und danach mache ich das immer, danach baue ich die immer, das ist immer das gleiche Prinzip. Die habe ich einmal gebaut und ich hole mir immer die gleichen Top-Scharniere und dann passt das halt auch immer. Ja, müsst ihr mal selber gucken, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall gibt es so Schablonen für Topf-Scharniere oder irgendwie so. So, auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal die Tür bauen oder die Löcher reinmachen. Jetzt muss ich erstmal selber nochmal überlegen, welcher das war. Das war sogar der 35er. So, das ist Nummer 1. Also das ist wirklich ganz einfach. Das ist, ich sag ja, ihr müsst euch mal einmal so eine bauen und macht euch da mal ein bisschen schlau, welche Schablone man für welche Scharniere braucht. Dann holt ihr immer die gleichen Scharnieren. Und dann ist das nur eben Schablone ransetzen, reinbohren, Schablone weg, Topfband mal eben reinlegen, passt, nee, passt nicht, nochmal nachbohren, fertig. Also das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich habe alle Schränke hier so gebaut, hier in der Werkstatt. Ja, sehr gut. Was habe ich jetzt gemacht? Alles richtig, ne? Ja. Alles richtig. Also extra solche Topfbohrer. Und ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die habe ich mal extra gekriegt von jemandem. Und das fiel mir gerade ein. Oh, war da gerade am. Ich habe ja nicht vorgebohrt gerade, aber ich habe einfach hier reingebohrt. Und dann gedacht, Mensch, ich habe doch mal so Topfbohrer gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Topfbohrer? Ich meine Topfbohrer oder so.
Weil die werde ich jetzt nutzen für die andere Seite. Justierbohrer, das könnte sein, Justierbohrer, weil die genau ins Loch halt erst justieren und dann kannst du besser, also die stabilisieren dann halt beim Bohren. Das geht dann besser, jetzt muss ich mal sehen, ob das so wirklich so ist. Also Leute, wenn ihr jetzt nichts sehen könnt, dann tut mir das leid. Aber das geht gerade nicht anders. Ich muss zusehen, dass ich hier die Löcher reinkriege. Also man kann die auch irgendwie einstellen, dass das so begrenzt ist. Aber ehrlich gesagt, weil ich sie noch nicht wieder brauchte, habe ich mich damit auch gar nicht auseinandergesetzt. Nicht schlecht. Also normalerweise, wenn man sowas einstellt oder auch die Schrauben da reindreht, am besten mit einem Handdreher, weil man da eigentlich mit Gefühl arbeiten muss. Aber da ich das alleine immer alles mache, aber ist auch meine Schuld, ich arbeite gerne alleine, ist es mit dem Akkuschrauber eben halt schneller gemacht eben, ne? Eben rein, aber du hast eben halt nicht das Gefühl, so dieses vernünftig reinzuschrauben, nicht zu weit reinzubohren und so. Also da sollte man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ich denke sowieso, jeder Tischler, der sich das hier anguckt, der hält sich nur die Hände vor Augen und sagt, oh mein Gott, aber für meine Bedürfnisse, meine Zwecke, hab keinen Tischler gelernt, trotzdem läuft das. Jo. So, da noch ein bisschen hin. Kästen abgefräst und jetzt habe ich mal so geguckt, jetzt ist ja hier dieses so tiefer und das gefällt mir nicht, da werde ich jetzt noch so kleine Leisten reinsetzen. Hier unten wollte ich sowieso eine kleine Erhöhung machen, weil da soll mal auch irgendwie was rein und damit es nicht irgendwie rausfällt oder irgendwie so, hatte ich auf jeden Fall so mit meiner Schwester besprochen. Genau, die werde ich jetzt zuschneiden und dann werde ich die auch mal eben abfräsen. Was haben wir denn hier für ein Maß? Darf natürlich auch alles nicht zu stramm. Das muss ja auch alles vernünftig auf und zu gehen hier. Ne? Also, dann machen wir mit Luft. Luft, Luft, Luft. 29,5. So Freunde, Fronten abgefräst, hier abgefräst, die beiden Kollegen, die lasse ich jetzt trocknen, die habe ich jetzt genagelt und geleimt, den unteren habe ich nur geleimt. Jetzt werde ich hier Blumen einfräsen, das habe ich auch schon mal in meinen Schränken gemacht in der Werkstatt. Und zwar mit diesem, wie heißt das denn überhaupt, Design Inlay Kit, damit werde ich das fräsen. Da werde ich eine Schublade werde ich mit euch zusammen machen, das werde ich euch so ein bisschen zeigen. Ich erkläre da nicht großartig was zu, ich werde das einfach nur fräsen, könnt ihr euch angucken. Aber ihr könnt in den Kommentaren mal reinschreiben, ob ihr da Interesse hättet. Dann mache ich da mal ein extra Video von, wo ich nur mit diesem Teil halt eine Blume fräse. Also man kann da richtig, richtig viele Sachen mit fräsen, also Herzen und keine Ahnung was alles für. Ich kann euch das mal hier mal eben zeigen. Hier unten sind alles Motive, also ich habe das bei weitem noch nicht ausgereizt. Ja, ihr wisst selber, wie das ist, man beschäftigt sich immer mit der Materie erst, wenn man es halt braucht. Also ich habe jetzt auch nicht die Zeit, um mich hinzusetzen und erstmal 500 Blumen auszuprobieren. Aber hier werde ich jetzt auf jeden Fall wieder Blumen reinfräsen. Schreibt das unten in den Kommentar rein, ob ihr da ein extra Video von haben wollt, werde ich auf jeden Fall für euch dann machen. So, dann fangen wir mal an hier.
So, ich habe jetzt überall die Blumen eingefräst, auch in der Tür. Jetzt ist mir nämlich noch was eingefallen. Ich würde gerne noch so Linien reinfräsen, weil diese kleine Blume auf dieser großen Tür, das wirkt irgendwie so verloren. Jetzt will ich da irgendwie noch so eine kleine Struktur reinbringen. Und jetzt ist mir nämlich was Cooles eingefallen, oder was heißt eingefallen, aber ich habe mir mal diese Vorrichtung hier gebaut. Das werde ich euch oben an der Infobox mit reinpacken. Die habe ich seitdem auch gar nicht wieder benutzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt will ich hier so Linien, mal gucken, vielleicht wie so ein Kreuz oder irgendwie sowas. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ja, bin echt gespannt. So. So, jetzt habe ich nämlich hier zwei Linien reingepackt. Könnt ihr das sehen? Ich glaube ja, ne? Ja, um das irgendwie ein bisschen interessanter zu machen. Jetzt habe ich auch noch echt Glück gehabt. Ne, ist gar keine gleiche Einteilung. Ich hätte schon gedacht, das ist eigentlich eine relativ gleiche Einteilung. Doch, ist eine gleiche Einteilung. So, echt Zufall jetzt wieder. Bin ja halt am Überlegen, ob ich hier jetzt nochmal rüber gehe. Aber dann habe ich so wie Kästen, ne? Ja, das sieht irgendwie so verloren. Ich probiere es einfach aus. Fräsung ist ein bisschen stärker geworden. Ne? Wirklich ein bisschen gekippelt. Das war auch so ein Kriterium, was manche Leute gesagt haben, oh, das könnte kippeln. Ist auch wirklich so passiert. Aber ja, und jetzt haben wir ein Muster drin. Ich glaube, ich setze die mal eben erstmal ein. Dann gucke ich mir das nochmal an. Habe ich mir da noch was einfallen lassen. So, ich habe den Kollegen jetzt mal vor euch gedreht, damit ihr euch das mal angucken könnt. Muster, ja. Ja. Ich glaube, da muss ich noch was reinfräsen, glaube ich. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mal eben ein bisschen bearbeiten. Ist doch schon echt spät, ne? Ja. 7:30. Könnt ihr mal sehen, wie lange man manchmal in der Werkstatt ist. Oder wir Heimwerker. Aber machen wir ja gerne. So, ich werde das jetzt mal eben schleifen. Und dann werde ich, genau, ich werde das jetzt schleifen und dann werde ich Feierabend machen für heute. Für euch geht es aber gleich sofort weiter am nächsten Tag. Bis gleich. So, Freunde, der bärtige Kollege da gerade am Ende des Videos hat gesagt, das geht gleich sofort weiter. Der hat leider gelogen. Nein, Scherz beiseite. Also ich sitze hier gerade, bin da gerade am Schneiden und ich habe alles gegeben, aber der Teil, der zweite Teil, der würde 40 Minuten lang gehen und ist einfach meine Erfahrung, das guckt keiner von euch. Das ist viel zu lang, deswegen wird es jetzt einen dritten Teil geben. Ab hier an ist dann doch Schluss. Nächsten Freitag kommt der dritte Teil dann und das geht aber nahtlos, geht das dann einfach weiter, ohne irgendwie ja, vorher zu reden oder sonstiges. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist einfach, ihr guckt das sonst nicht. Ich habe schon mehrere Videos gemacht, die irgendwie über 30 Minuten gehen und ja, die werden einfach nicht richtig geguckt. Und deswegen, seid mir nicht böse, auf jeden Fall nächsten Freitag geht es weiter. Ich bedanke mich hier an der Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen, für den zweiten Teil. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Kreativbär. Ciao.